Hallöchen und willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play Projekt mit meiner Wenigkeit und dem guten Axel. Hallo. Jo. Wir spielen heute mal nicht Tote Insel Lügen nicht, sondern ein Baum neben Baum oder der Wald. Baum neben Baum ist gut, Alter. Kloake der Natur oder so, keine Ahnung. Multiplayer, mehr Spieler. Spieler hosten, ich versuche jetzt einfach mal ein Spiel zu hosten, ne? Ja, mach mal ein Host. Neues Spiel, ich bin immer noch. Da ist jetzt die Frage, Schwierigkeit. Normal ist der empfohlene Spielmodus. Schwer ist stärkere Gegner, schwereres Überleben. Und hartes Überleben ist stärkere Feinde und härteres Überleben. Ha. Und es gibt friedlich, aber das kommt für uns nicht in Frage. Nein, es kann nur Krieg geben. Ich würde aber tatsächlich auf normal stehen lassen. Dann mache ich auf normal. Wenn dir das auch passt, ja? Ja, das können wir machen. Spieler 2. Privat, nur eingeladene Freunde. Häkchen rein. Erstelle Lobby. Lobby über Steam. Mit mal Spoiler so random, hauen wir den beide erstmal um, ey. Freunde einladen. Ah. Du wurdest in eine Lobby eingeladen. Abbrechen oder neu? Was? Was? Ich klicke jetzt auf neu. Ich weiß nicht, was das heißt. Ja, du bist da sollte wahrscheinlich okay stehen oder sowas, ja. Ja. Ja, ich bin krank. Ihr hört das noch. Ist mir egal. Und Spiel starten. Los geht's. Ach, okay. Warte auf Horst, um das Spiel zu starten. Der Horst kommt gleich, alles gut. Der kommt, das reicht, wenn der erscheint. Nee. Warum sehe ich eigentlich bei Steam bei dem Bild von The Forest erstmal so ein Röckchen, Alter, und Beine? Ist das ein Zeichen? Ist das ein Omen? Ich weiß es nicht. Wo bist du denn eigentlich? Bist du jetzt auch im Flugzeug? Jetzt bin ich im Flugzeug. Ich sitze rechts. Rechts? Wo sitzt du denn? Du sitzt ich hab mir gerade das Genick gebrochen, Alter, weil ich erstmal so schnell geguckt hab. Wo sitzt du? Sitzt du rechts oder links? Ich sitze gleich irgendwo mehr. Oh. Hey, yo, ich brauche einen Zahnarzttermin. Ah! Oh ja, jetzt nimmt der. Keine Ahnung. Nacki der unseren Sohn mit, Alter. Obwohl, so wie der eben aufgeknallt ist, ist der Sohn auf jeden Fall tot, also kann er ihn gerne mitnehmen. Lagst du jetzt auf dem Boden, Alter? Lag immer auf dem Boden, ja. Ah, geil, Alter! Da bist du! Was machst du da? Du bist ein Spotter. Und du bist Pablo Escobar, Alter, mit einer Goldbrille. Die haben den falschen Sohn geklaut, Alter. Die werden so viel mit Koks zugeballert, Alter. Boah, wie ich das jetzt schon liebe, Alter. Alter, was machst du da? Bist du Jesus, oder? Was ist die Arme runter? Ich mach gar nichts. Du hast das auch gemacht. Und jetzt stehst du da und guckst mich an. Du siehst voll aus wie Jesus. Ich muss dir das Bild schicken. Schade. Ich würde dir gerne das Bild schicken, ne? Ich schwöre dir. Ja, du hast das aber tatsächlich auch gemacht. Was war das? Ey, hier stehen Energies, Alter. Energies. Ja. Du hast das Essen aber auch, ne? Ja. Okay, wir müssen alles mitnehmen. Alles mitnehmen, alles looten. Staubsauger ist wieder da. Alter. Wissen, wenn ich jetzt, kannst du jetzt hier auch alles aufnehmen, was ich hier aufgenommen habe? Wo? Hier hinten. Ja, in der Bordküche. Kannst du ja. Ist hier noch was zum Aufnehmen? Ja, ganz rechts ist ein Essen. Und sonst waren hier auch Flaschen, ne? Hast du die auch aufgenommen? Zack, zack, ja. Und das Tablett okay, auch, ne? Okay, dann hast du nämlich. Dann ist das nicht indiziert, sondern das, was ich aufnehmen kann, kannst du auch aufnehmen.
du meinst, dann ist das instanziert, oder? Indiziert? Indizierte Items. Geil. Ja. Hier ist eine Liste, hast du die gesehen? Ja, die habe ich, das ist eine Passagierliste, die habe ich gerade mitgenommen. Die habe ich tatsächlich eben, als ich die Aufnahmen getestet habe, übersehen. Oh, da hinten ist auch noch Essen. Wieso liegt auf der Toilette eine Flasche Tabasco-Soße, Alter? Was haben die da gemacht? Die ganz besonderen Vorkommnisse. Hast du hier die Axt aufgenommen? Müsste hier noch in der netten jungen Dame drin sein. Alter. Jetzt weiß ich auch, wo das mit dem Röckchen herkommt. Ach nein, das Knie ist gebrochen. Das ist doppelt gebrochen. Das ist doppelt gebrochen. Oh Gott. Was hast du gemacht, Alter? Das hat sich ja richtig ekelhaft angehört. Wie was? Das war, vielleicht meine Klingel, Alter. Was machst du da? Du hast dich gerade wie Teebeutel, Alter. Das war, pass mal eine Sekunde auf mich auf, ja? Sekunde. Leute, ihr müsst jetzt kurz auf mich warten. Was machst du? Ich möchte nicht auf dich aufpassen. Kommst du bitte wieder? Dann suchen wir ein Zeug zusammen. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Okay, coole Sache, dass das funktioniert. So, was ist das? Nicht in den Tausch. Keine Blätter. Was machst du da? Kommst du mal wieder raus hier? Okay. So, es tut mir wirklich leid, liebe Zuschauer. Da war ein Zombie vor der Tür. So, was ist jetzt hier? Kann ich die mitnehmen hier? Kann ich nicht, ne? Schade. Was so. Willst du mitnehmen? Gar nichts, was? Nein, überhaupt nicht. Was wollte ich dazu sagen? Guck mal, guck mich mal an. Von Tennisball. Junge, ich habe mir fast wieder das Genick gebrochen, Alter, weil ich so schnell gucke mit der Maus. Kuchen? Gucken. Gucken. Oh, ich hab Kuchen verstanden. Wie langsam fliegt denn der Vogel hier, Alter? Achso, hier sind... Ich habe gerade schon tatsächlich hier ein bisschen geguckt. Hier sind überall Koffer. Ja. Da ist Zeug drin. Junge, Pablo Escobar kriegt auch alles gefunden, ne? Hier sind auch Steine, Alter. Ja. So richtig dicke Steine, mit denen man Leute umboxen kann. Und einmal mit Axt draufhauen macht die Koffer auf. Ja. Gott sei Dank. Gut, dass ich irgendwas treffe, Alter. Oh, wie krass war die... Okay, ist ein Bug. Keine Ahnung. Oh, hier ist ein Reh. Oh, Reh weg. Schade. Alter, gibt's hier viel Stuff, ey. Press ich denn hier gerade? Achso, da sind irgendwelche unbekannten Bären. Ja, ich glaube, ich gebe mir gleich eine Vergiftung, Alter. Pablo Escobar kannst du nicht vergiften. Er vergiftet dich. Wow. Ich habe Klamotten gefunden, Alter. Ich bin immer noch blutüberströmt, aber habe Klamotten. Boah, das sind Tabletten und die kann ich nicht nehmen. Ja, hab ich dir schon mal meinen neuen Gaming-Chair gezeigt. Ja, ja. Komm mal her. So. Wo bin ich? Wer bist du? Das ist das neueste Modell von Tumbletake.
Was? Er heißt der halbe Baum. Jetzt ist er nichts mehr. Hier liegen Stöcke, Alter. Aber du kannst die Steine einsammeln, geil. Steine, Stöcke, alles einsammeln. Bären, die ich nicht kenne. Vergiftung incoming. Digga, schlag doch auf den Koffer, nicht über den Koffer, wie so ein Jedi, ey. Wieder Jedi-Kräfte? Boah, ich hab mir schon wieder den Hals gebrochen. Das ist ein Reh, ich will das Reh haben. Warum sniffst du so hart durch den Wald, Alter? Lass das Reh doch leben. Wo müssen wir hin, Alter? Was müssen wir tun? Drück mal B. B für Bingo. Ja. Da ist dann eine Leselampe an dem Buch, Alter. Ich hab mich voll erschrocken, ne? Das ist eine Aliensonne oder was? Ja. Das ist quasi das Survival-Buch von dem Jungen. Okay. Da kannst du dann. Deswegen ist auch diese komische Leselampe dran. Deswegen kannst du auch. Da sind so alle die Basics drin, ne? Bisschen. Okay, das heißt, ich drücke auf I für Inventar und dann habe ich den ganzen Scheiß da liegen, den ich jetzt aktuell habe, ja? Genau. Ui, das ist ziemlich nice gemacht, Alter. Wenn du dann B drückst, dann hast du ja das Buch und dann hast du die einzelnen Kategorien. Wenn du die Items in deinem Inventar hast, dann kannst du einfach nur anklicken und platzieren. Okay. Wird aber, keine Ahnung, mal vorschlagen, irgendwie weg von dem Flugzeug, keine Ahnung. Mal ein bisschen wegsneaken und dann Bäume fällen oder ein Haus bauen, keine Ahnung. Ja, bitte, das ist das Erste, was ich machen würde, Alter. Komm, also Pablo Escobar, lead the way, Alter. Du bist, Ich hab keine Ahnung, hier lang. Das sieht so geil aus. Pablo fucking Escobar, ich geh am Arsch, Alter. Oh, Bären. Ey, vorwärts laufen durch den Wald und einfach die ganze Zeit E-spammen, Alter. Hier ist Wasser. Ja. Wie können wir denn ein Haus bauen? Auf der anderen Seite sind schon Viecher. Echt jetzt? Ja, ich hab ich hab sie gesehen, ja. Die laufen aber in die andere Richtung. Ja, die laufen um den See herum. Ich glaube, wir laufen hier lang. Wo? Du läufst dann auf die zu, ne? Ist dir klar. Nee, wir laufen nicht darauf zu. Außer da waren mehrere, weil die sind nämlich eigentlich, wenn du jetzt auf den See guckst, nach links gelaufen, die ich gesehen habe. Lass uns schnell ein Haus bauen. Sollen wir hier ein Haus bauen? Da haben wir so ein bisschen Übersicht. Ja, keine Ahnung. Ja, klingt gut. Komm, so, wir bauen um diesen einzigartigen Baum das Haus. Dann müssen wir hier auf jeden Fall den Baum klatschen. Bei Minecraft geht das mit bloßen Händen, hier braucht man Axt für. Jetzt pass auf, wenn du gleich der Baum fällt, ja? Ich will nicht, dass du vom Baum erschlagen wirst. Bam! Junge, direkt fabricated, Alter. Ja. Kannst sogar zwei oder drei Baumstämme aufheben, ne? Und wie machen wir das jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. Aber dafür haben wir, glaube ich, das Survival-Buch. Ich guck mal kurz rein, deck mich mal kurz. Alter. Lager. Stocklager. LOL. LOL. Guck mal, was ich jetzt platziere. Alter. Okay, hier. Siehst du das? Ja. Das ist ein Baumhalter. Baumstammhalter. Bohrenstöcke. Okay. Oh, hier ist auch noch ein Baum. Ah, ich bin Hulk. Ich trage einfach mal drei Baumstämme. Mach ich auch regelmäßig. Zum Glück gibt es hier die Stöcke mehr oder weniger en masse. Alter, ich hau gar nicht auf das Reh. Geh doch weg, Reh. Es ist halt. Nein, Alter. Vorsicht, Vorsicht! Ich hab das gerade. Oh, guck mal. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du hast nicht den Kopf.